So, schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Julian Aushofer, ich bin assoziierter Forscher hier am Institut. Ich bin beteiligt an einem Projekt, das heißt Networks of Outrage. Daraus möchte ich Ihnen jetzt in den kommenden guten 10 Minuten berichten. Jetzt gerade, während jetzt die lange Nacht der Wissenschaften langsam beginnt, ist in Wien eine relativ große Demonstration von einer rechtsextremen Gruppe, die nennt sich die Identitären. Und es gibt von diesen Identitären Ableger in ganz Europa. Und ihr Ziel ist nach eigenen Angaben die Aufrechterhaltung, die Bewahrung einer nationalen Identität, die sie von Zuwanderung und Islamisierung bedroht sehen. Solche klassischen Demonstrationen, wie sie jetzt gerade in Wien stattfindet, sind bei den Identitären eher selten. Öfter fällt diese Gruppe durch öffentliche Störaktionen auf, wo aber nur eine Handvoll von Personen mitwirken. Sie stürmen etwa Vorlesungen auf Unis oder die Bühnen von Theaterstücken, die sich mit Menschen auf der Flucht auseinandersetzen, oder sie besetzen kurzfristig Institutionen, die in ihren Augen eine Multikulti-Gesellschaft repräsentieren, etwa kürzlich die EU-Agentur für Grundrechte oder ein lokales Parteilokal der Grünen. Die Identitären sind erst seit sehr wenigen Jahren aktiv, auch aktiv in Deutschland, aber unter ihnen finden sich jetzt keine Glatzen und Springerstiefel. Die Anhänger sind eigentlich so eher hip gekleidet und sie kommen eher so aus diesem studentischen, bildungsbürgerlichen Milieu. Und auch das Erscheinungsbild der Identitären ist viel mehr ähnlich einem Web 2.0 Startup als jetzt einer rechtsgerichteten politischen Bewegung. Und wenn man sich mit diesen Identitären auseinandersetzt, was besonders auffällt, ist dann dieser geschickte Umgang, den sie in sozialen Medien pflegen und auch deren ganz enorme Reichweite. Also auf Facebook sind sie sehr aktiv und YouTube scheint fast so etwas wie das Rückgrat zu sein von deren Außenkommunikation. Sie stellen regelmäßig Videos online, die sich stark verbreiten. Und auch auf Twitter, in so einer politischen Twitter-Sphäre, diskutieren sie mit ihren Anhängern, aber auch besonders mit Gegnern und mit Journalisten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und solche Phänomene, wie es die Identitären sind, gibt es in vielen europäischen Ländern. Pegida ist natürlich ein ähnliches Phänomen, wo insbesondere Facebook eine ganz zentrale Rolle spielt, wahrscheinlich das wichtigste Organisationsmedium für Pegida ist. Und die Beobachtung von diesem Erfolg dieser Empörungsbewegungen im Netz, das war eigentlich die Ausgangsbasis für ein Forschungsprojekt, das wir diesen Januar hier im Institut gestartet haben. Wir sind finanziert von der Volkshagen-Stiftung. Ich arbeite zusammen mit einem Kollegen hier, Cornelius Puschmann, und mit zwei Redakteuren der Tageszeitung Der Standard. Das ist ein Qualitätsmedium in Wien, die auch einen sehr großen Online-Auftritt haben. Und gemeinsam untersuchen wir die öffentliche Online-Kommunikation von rechten Empörungsbewegungen in Europa. Also im Kern interessiert uns eigentlich, wie diese rechten Empörungsbewegungen in sozialen Medien kommunizieren. Wir beschreiben da verschiedene Aspekte. Uns interessiert etwa, also was sind so die Themen dieser Empörungsbewegungen? Auf welche Quellen beziehen sie sich? Und gibt es Verbindungen zwischen diesen einzelnen Empörungsbewegungen in Europa und wenn ja, wie sehen diese Verbindungen aus? Das ist eigentlich so der Kern des Projekts und um diese Fragen zu beantworten, setzen wir verschiedene Methoden ein. Zum einen untersuchen wir das Phänomen vor Ort. Wir sprechen mit Experten, mit Aktivisten, mit Gegnern. Wir sehen uns die öffentlichen Auftritte von diesen Gruppen an. Kürzlich waren wir etwa auch in Dresden bei Pegida, bei einem dieser Abendspaziergänge. Und das ist sozusagen dieser eine Teil, die lokale Grundierung, mit der wir arbeiten. Und der andere Teil, der Hauptteil, das ist, wir analysieren öffentliche Daten von verschiedenen Social Media Plattformen, von Facebook, von Twitter, aber auch von Blogs. Die meisten dieser Daten, die beschaffen wir uns über Schnittstellen, sogenannte APIs, die uns die Social Media Plattformen zur Verfügung stellen. Eigentlich sind diese Schnittstellen für App-Entwickler und Marktforscher entwickelt, die damit eben sowas wie
Apps oder Analyseprogramme entwickeln können. Aber wir als Forscher können es auch diese Schnittstellen zunutze machen, um diese öffentliche Kommunikation in sozialen Netzwerken nachzuvollziehen. Was mir wichtig ist, wir beschäftigen uns nicht mit Inhalten, wir beschäftigen uns nur mit Inhalten, die öffentlich einsehbar sind. Das Ausspähen von geheimen Gruppen ist für uns absolut tabu. Das ist Sache des Verfassungsschutzes, vielleicht des investigativen Journalismus. Bei uns geht es um das, was öffentlich ist. Eben interessieren uns nicht die Aussagen von Individuen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wir wollen so etwas wie eine Vogelperspektive bieten, so ein Panorama zeichnen, dass die Kommunikation von ausgewählten europäischen Empörungsbewegungen über mehrere Monate hinweg möglichst akkurat beschreibt. Wir sind jetzt gerade mitten im Projekt. Im Juli schließen wir die Recherche und die Datenerhebung ab, machen Analysen und arbeiten an journalistischen Produkten. Also es gibt einerseits einen wissenschaftlichen Output bei diesem Projekt, zum anderen einen journalistischen Output. Erste Analysen haben wir aber bereits durchgeführt. Also wir haben uns etwa angesehen, welche Nachrichtenquellen im Diskurs von Pegida-Anhängern und Gegnern auf Twitter eine wichtige Rolle spielen. Dazu hat mein Kollege Cornelius Buschmann 140.000 Tweets gesammelt und dann analysiert. Er hat die Links aus diesen Tweets extrahiert und wir haben uns angeschaut, auf welche Quellen sich Pegida-Gegner berufen und auf welche Quellen sich Pegida-Anhänger berufen. Und da kann man so ein Netzwerk zeichnen. Da kann man ein Netzwerk mit unterschiedlichen Knoten, einerseits Usern und dann Quellen, auf die User dann auch verweisen. Und wenn man das mit 140.000 Tweets macht, dann sieht man eigentlich ganz gut, dass es so gut wie keine Überschneidungen gibt zwischen Pegida-Gegnern und Pegida-Befürwortern. Mit anderen Worten, Gegner und Befürworter konstituieren und konstruieren ihre Realität über völlig unterschiedliche Online-Quellen. Das erklärt in gewisser Weise auch, warum die Gesellschaft in Bezug auf Menschen, die auf der Flucht sind, so polarisiert sind. Sie werden sich vielleicht fragen, warum wir als Forscher auch so eng jetzt mit einem Medium hier kooperieren. Der Grund ist, wir können einiges von den Journalisten lernen. Wir kooperieren mit einem Medium, das sogenannten Datenjournalismus betreibt, der Titel meines Vortrags auch. Und Datenjournalismus ist eine neue Form des Journalismus, die seit einigen Jahren sich stark verbreitet. Es geht da einerseits um eine spezielle Form der Recherche, bei der Journalisten mit Daten und Algorithmen und quantitativen sozialwissenschaftlichen Methoden arbeiten. Andererseits ist aber auch eine ganz spezielle Darstellungsform. Typischerweise ist Datenjournalismus bei Online-Medien zu finden. Gewöhnlich gibt es auch so Visualisierungen. Es gibt Karten und es gibt Diagramme, es gibt Netzwerke. Und diese Visualisierungen sind interaktiv. Das heißt, man kann beispielsweise ein- und auszoomen, man kann bestimmte Parameter verändern und die Geschichte erschließt sich für den User erst, wenn er etwas getan hat mit der Website. Und wenn Sie beispielsweise die Panama Papers online sich angeschaut haben, Teile davon waren auch so etwas, was man als investigativen Datenjournalismus bezeichnen könnte. Und bei datenjournalistischen Stücken ist es ist eigentlich so ein Teamunterfangen. Es ist viel mehr als im klassischen Journalismus, wo der Journalist recherchiert hat, auf der Leine recherchiert hat und dann die Geschichte gebracht hat. Datenjournalismus braucht Experten, da braucht man Programmierer, Interaktionsdesigner, die die Datenanalyse machen und auch die Visualisierung sicherstellen. Es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber ein durchaus komplexes Unternehmen, wo wir einiges lernen können und auch die Journalisten von uns lernen können. Deswegen arbeiten wir zusammen. Wir gehen beispielsweise weiter, und das ist auch unser Hintergrund, wie kann man soziale Medien analysieren. Und umgekehrt lernen wir, wie man interaktiv im Web veröffentlicht. Es ist auch so manche Herausforderung, weil es gibt nicht so oft Kooperationen zwischen Wissenschaft und Journalismus. Es gibt auch große Unterschiede. Also zum Beispiel ist der Veröffentlichungsrhythmus im Journalismus ein komplett anderer, als es in der Wissenschaft ist. In der Wissenschaft können wir oft mehrere Monate an Papers arbeiten und uns sehr vertiefen. Und der Journalismus muss oft sehr schnell etwas veröffentlichen.
Und andererseits ist natürlich so, dass wir in der Wissenschaft sehr stark auch an dieses Format eines Journal-Beitrags gebunden sind. Das heißt, wir können einen Text verfassen, der hat ungefähr 20 Seiten. Und da gibt es dann unterschiedliche sozusagen Journals, wo wir das veröffentlichen können. Aber viel mehr können wir da nicht machen. Und im Datenjournalismus ist natürlich toll, weil da kann man um einiges kreativer sein. Gerade online kann man interaktiv da sehr viel ausloten. Also bei diesem Projekt Networks of Outrage passiert Innovation eben auf zwei Ebenen. Einerseits loten wir das Kooperationspotenzial zwischen Wissenschaft und Datenjournalismus aus. Und zum anderen ergründen wir diese Online-Kommunikation von rechten Empörungsbewegungen in Europa, sehen uns deren Netzwerke, Themen und Quellen an. Schon bald erscheinen die ersten datenjournalistischen Produkte. Ich kann Sie nur einladen, den Newsletter auch des Instituts zu abonnieren oder uns in sozialen Medien zu folgen, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen. Es wird im Sommer schon die ersten Geschichten geben und dann im Herbst wird es etwas Größeres geben. Vielen Dank.